Also auf der einen Seite sehe ich, mehr und mehr Menschen wachen auf zu ihrem wahren Selbst und auf der anderen Seite bäumt sich die Dunkelheit mit aller Macht auf und brüllt uns ins Gesicht. Wenn wir in der Mitte bleiben können, das ist der Ort, wo wir sein wollen. Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, Tein hier zu haben, Tein Tober. Er ist bei uns in der Quelle zu Gast und für ein Seminar und immer wieder für Online-Seminare. Ihr kennt ihn wahrscheinlich bereits und uns interessiert es ja auch immer, den Menschen kennenzulernen dahinter. Also das, was wir kennen von seinem Buch hier, vom Timebender, das kennt ihr wahrscheinlich auch, sehr ein schönes Buch, das wir auch gelesen haben vom Team der Quelle. Und dann ja, liest man so das Buch oder man ist an einem Seminar, Online-Seminar teilgenommen und dann interessiert es uns auch immer, wie ist denn dieser Mensch überhaupt, dieser Tein? Und ich kann ihn mir hier jetzt Fragen stellen, das freut mich sehr. Thank you very much that you are here. Thank you, Isabel. Just great to have you here, Tein. Yeah. So it was a great time. Wir hatten eine wunderbare Zeit während der vergangenen Tage und ich habe einige Fragen für dich. Go ahead. Nur zu, danke. Die erste Frage ist, was ist das, was würdest du sagen, was würdest du am liebsten über dich selbst sagen im Moment? Ich denke, was es interessant macht, für Menschen mir zuzuhören, ist, dass ich nicht immer ein Meditationslehrer gewesen bin. Ich war auch ein Rock'n'Roll-Musiker und ich habe einiges angestellt in meinem Leben. Ich habe also auch die sehr dunkle und die sehr helle Seite des Lebens kennengelernt. Und in Holland ermöglicht mir das zum Beispiel, viele unterschiedliche Menschen in der Meditation anzuleiten. Menschen von der Armee, Gefängnisinsassen, Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten. Es gibt ein sehr breites Spektrum an Menschen, die ich unterstützen kann, dank meiner reichen Lebenserfahrung. Und vielleicht ist das meine Lieblingsgeschichte, das, was ich an mir am liebsten mag. Diese Entwicklung vom Rockmusiker zum Meditationslehrer, zum Alienforscher. Ah, es ist also wie ein großer Blumenstrauß, wie sich dein Leben entfaltet hat. Genau, nein, ich bin nie auf eine Schule gegangen, um Dinge zu lernen. Natürlich bin ich nach Indien gereist, aber das war Selbststudium hauptsächlich. Und ich spreche über meine eigenen persönlichen Erfahrungen und nicht über Theorie. Und ich glaube, dass das die Menschen sehr anspricht. Denn wenn du vom Herzen sprichst, dann ist das was ganz anderes, als wenn du irgendwelche Theorien beschreibst. Ja, und ich fand es so gut, dass du von deinem Herzen sprichst. Das kann man spüren. Ja, danke. Und das ist interessant, spannend zu hören, wie dein Leben so verlaufen ist, zumindest in groben Zügen. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du über deine reichen Erfahrungen sprichst. Und du sagst immer, ich bin kein Guru, ich bin kein Lehrer, ich spreche aus meiner Erfahrung. Ja, das ist so. Ich will und bin auf gleicher Augenhöhe mit allen Menschen. Ich mag das nicht, wenn mich jemand über sich stellt. Und ich habe das gesehen in Indien, so die Gurus, die sich beweihräuchern lassen. Und sowas will ich nicht, das tue ich nicht, das bin ich nicht. Und ich bereite mich auch nie wirklich vor auf ein Konzert oder einen Vortrag oder ein Seminar, denn ich habe gelernt, dass je weniger ich mich vorbereite, desto
offener bin ich für die Inspiration. Und so lebe ich auch mein Leben. Ich gehe in die Meditation, ich werde still und ich höre zu. Ich lausche der Quelle oder meinem höheren Selbst oder Gott oder wie du es auch immer benennen willst. Und dann höre ich mich manchmal Dinge sagen, die mich selbst überraschen. Ich glaube, jeder Mensch kennt diese Erfahrungen. Du hörst dir plötzlich selbst zu und denkst dann so, das muss ich mir aufschreiben. Das war richtig gut, was ich da gerade gesagt habe. Und es ist immer wieder spannend für mich. Ich habe keine PowerPoint-Präsentationen und ich finde es auch spannend für die Menschen, wenn sie wissen, dass sie immer wieder was Neues hören werden. Meine Vorträge sind immer ganz neu und frisch. Ja, wie ist das denn? Ist das die einzige Quelle deiner Inspiration, in die Stille zu gehen? Oder hast du noch andere Quellen? Ja, die Stille ist die Hauptquelle meiner Inspiration. Während meiner Yogi-Jahre gab es viel, viel Stille. Ich habe gelernt, tief in die Stille reinzugehen. Heute habe ich nicht mehr eine so strikte Disziplin, aber während des Alltages meditiere ich eigentlich permanent. Und ich nehme mir auch immer wieder während des Tages Momente oder kleinere Zeiträume, in denen ich ganz in die Stille tauche. Musik ist für mich auch eine Art zu meditieren, Musik hören. Wenn ich Musik höre, dann fühle ich nur, dann denke ich nicht. Oder in der Natur sein. Zum Beispiel hier in Bern, das ist so wunderschön. Wenn ich hier spazieren gehe, werde ich sofort still innerlich. Sex natürlich auch. Ist eine großartige Quelle der Inspiration? Ja, tatsächlich. Ja, wenn du eine liebevolle Beziehung hast, wirst du eins, dann wirst du still. Es gibt viele Arten, viele Möglichkeiten zu meditieren, würde ich sagen. Oh, das hat mich jetzt überrascht. Ja, das habe ich gesehen. Wo kam das jetzt her? Sex? Huch. Oh, Moment, fast hätte ich meine Fragen vergessen. Wo wir gerade über Sex sprechen. Hast du über Osho gehört? Kennst du den? Ja? Hm. Er sagte, dass die Yogis und die Mönche haben Meditationstechniken gesucht aufgrund des Orgasmus, denn sie haben erkannt, dass wenn man einen Orgasmus hat, ist man eins mit dem Universum, ist man komplett still in sich. Und dann haben sie sich gefragt, vielleicht können wir auch Techniken entwickeln, um diese Erfahrung zu machen, ohne einen Orgasmus dafür haben zu müssen. Osho war doch auch derjenige, der gesagt hat, das Leben ist wild und irgendwie so. Er war auf jeden Fall wild. Wild und frei oder sowas. War das nochmal? Ja, das klingt sehr nach Osho. Es gibt eine Dokumentation auf Netflix über Osho. Und der Grund, warum er das getan hat, war, als er die Menschen im Westen zu unterrichten begann, hat er festgestellt, dass sie so gestresst sind, so viele Gedanken haben, so traumatisiert sind, dass er gesagt hat, hey Leute, ihr könnt nicht meditieren, wir müssen hier erstmal aufräumen. Also tanzen, singen, Befreiung, Sexualität und wenn ihr euch mal richtig ausgetobt habt, dann kann ich mit euch was anfangen, dann gehen wir in die Stille. Ja, ich glaube, Patrick Pedrazzoli hier aus der Quelle spricht oft über Osho. Ja, wild und gefährlich war es. Jetzt habe ich es wieder. Wir müssen wild und gefährlich leben. Ja, er ist so witzig. Er spricht auch über Fehler. Er sagt, mach niemals zweimal den gleichen Fehler. Mach jeden Tag neue Fehler. Ja, manchmal denken wir über Spiritualität nach und wir denken, wir müssen perfekt sein oder heilig oder enthaltsam oder wie Engel. Und er sagt, nein, nein, sei einfach du selbst, sei wild. Das liebe ich. Ja, loslassen.
Ja, alle Seiten des Lebens zulassen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben alle Zeug in uns, das dunkel ist. Wir schämen uns vielleicht dafür. Was ich oft sehe in der Spiritualität und in dieser New Age-Bewegung, dass die Menschen perfekt sein wollen. Sie wollen heilig sein und nur gut sein. Und das kann ein spiritueller Bypass sein. Nein, 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 ich will direkt ins Licht, ohne über die Dunkelheit zu gehen. Ich glaube, wir können uns nur ins Licht entwickeln, wenn wir den Schatten erlösen. Ja, wir brauchen ja die Wurzeln. Ja, genau. Und auf dem Boden bleiben. Darum laufe ich sehr oft mit barfuß rum, denn es erdet dich. Ich denke, eines der Probleme dieser Gesellschaft ist, dass alle mit Gummisohlen rumlaufen in unserer Gesellschaft. Die isolieren uns von der Erde und wir sind nicht mehr im Kontakt mit dem Erdmagnetfeld. Das ist ein Problem. Ah, das ist so symbolisch, nicht wahr? Ich denke, unsere Turnschuhe sind auch Teil einer Verschwörung gegen die Menschheit. Muss so sein. Ja, Verschwörungstheorien sind total in Mode und meine Verschwörungstheorie ist Turnschuhe. Wir müssen also nichts tun, um erleuchtet zu sein? Nein, und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft oder meine Hauptbotschaft, die ich immer und immer wieder wiederhole. Ich sage den Leuten, hey, je mehr du versuchst, etwas zu werden, desto weiter drückst du es von dir weg, denn du versuchst, etwas zu erreichen, du bist in Bewegung. Die ganze Idee von Meditation, Spiritualität, Erleuchtung ist ein Erinnern daran, dass wir bereits wunderschön sind, dass wir bereits alles sind. Ja, das ist wahr. Ja, ich glaube, wir müssen Vertrauen haben, hoffnungsvoll sein in diesen Zeiten. Was sind denn die Dinge, die dich vertrauen lassen? Nun, was mir Sicherheit gibt, ist, mich in mir selbst verwurzelt zu fühlen, in mir selbst angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Neulich habe ich in Holland im Radio gehört, dass die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten haben. Die Süchte haben oder spielsüchtig sind, Pornografie, Drogen, total gestresst sind. Und so denke ich, für mich ist es so, als ich in dieser Phase war, sozusagen als Musiker, ich wollte aufhören zu rauchen, ich wollte aufhören, Drogen zu nehmen, aber ich konnte es nicht. Als ich jedoch begann zu meditieren, hatte ich diese Erfahrung, dass ich ja bereits ganz bin. Es war nur eine ganz kurze Erfahrung, mehr so wie ein Funke oder wie ein Blitz. Oh, es ist schon da. Aber das hat sich immer mehr und mehr vertieft und ganz automatisch, natürlich und von selbst, habe ich aufgehört, gewisse Dinge zu tun. Ich habe keine Therapien besucht, war nicht beim Psychologen. Ich habe mich einfach in mir selbst verankert. Ich habe meine Seele gefunden in gewisser Weise oder mein höheres Selbst. Und mein Leben wurde von ganz alleine fließender, freudvoller, verwandelt sich in ein Leben in Fülle. Wenn wir zu sehr versuchen, uns sicher zu fühlen oder erfolgreich zu sein, wenn wir etwas zu erreichen versuchen, etwas nachjagen, im Sinne von, wenn ich dies tue, dann passiert das, oder wenn ich dann mal die richtige Partnerin habe, dann wird es gut sein. Das wird niemals geschehen. Wir müssen aufhören, nach außen zu schauen und ganz nach innen schauen.
Ja, und wenn du die Welt aus der Entfernung betrachtest, was siehst du da? Was gibt dir hier Vertrauen und Sicherheit? Ja, als ich vor 35 Jahren mit dieser ganzen Meditationsgeschichte anfing, haben die meisten Leute gedacht, ich bin völlig verrückt. Sehr, sehr viele von ihnen glauben das nicht mehr. Die sind heute selbst auf einem spirituellen Weg, machen Yoga oder praktizieren Meditation. Man sieht Buddha-Statuen überall. Jetzt sind überall Buddha-Statuen. Und so sehe ich, dass eine große Bewegung stattfindet und viele Menschen sich die Zeit nehmen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Und es ist so, als würde die Polarität, die Dualität intensiver werden. Viele Menschen erwachen in gewisser Weise und erkennen, wie vollkommen verrückt die Systeme sind, in denen wir leben, unsere politischen Systeme, Wirtschaftssysteme, Schulsysteme. Und die müssen zusammenbrechen, weil sie einfach nicht mehr funktionieren, nicht mehr situationsangemessen sind. Und ich freue mich darauf, wenn die Systeme zusammenbrechen. Das ist notwendig. Also auf der einen Seite sehe ich, mehr und mehr Menschen wachen auf zu ihrem wahren Selbst und haben eine Sehnsucht nach einer neuen Zeit und die Dinge anders zu tun und zu erleben. Und auf der anderen Seite bäumt sich die Dunkelheit mit aller Macht auf und brüllt uns ins Gesicht. Und wenn wir in der Mitte bleiben können, das ist der Ort, wo wir sein wollen. Ja, und wenn viele Menschen in der Mitte sind und verankert, dann können wir uns verbinden und dann entwickeln wir uns. Ja, so viele Menschen sehe ich zum Beispiel während der Corona-Zeit haben sie Freunde und Familie verloren. Das ist sehr traurig. Menschen, die sich voneinander trennen, weil sie unterschiedlicher Meinung sind, und andere finden sich neu zusammen. Das ist wie wenn du deinen Stamm findest. Für mich war es so, ich habe mein Vertrauen oder meine Sicherheit verloren in Bezug auf die Regierung und habe mehr Sicherheit in mir gefunden und mehr Vertrauen in mich gefunden während dieser Zeit. Ja, ich auch. Und ich glaube, das ist vielen so gegangen. Es ist so spannend, nicht wahr, dass wir uns jetzt begegnen. Wir kannten einander vorher ja nicht. Und es fühlt sich schon freundschaftlich an und da sind Bruno und Patrick in der Quelle. Das kann so schnell gehen in diesen Zeiten. Du verlierst Menschen und dann plötzlich, oh, die gehören zu meinem Rudel, zu meinem Stamm. Ja, und für mich ist es ein Geschenk. Ich bin so dankbar für all diese neuen Erfahrungen jetzt hier in der Quelle. Ja, und wenn du zu sehr festhältst an deiner Arbeit, deiner Familie, an Freunden, Bekannten und du merkst aber, dass diese Beziehungen sich verändern, dann ist es gut loszulassen, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, ich glaube, Eckhart Tolle sagt auch, das Neue kommt und das Alte ist noch da und es ist eine Art Ringen, ein Kampf. Ja, definitiv. Ich weiß, dass du Christina von Dreien kennst und ich weiß, dass sie auch etwas über dein Buch gesagt hat, dass sie es gelesen hat. Und sie spricht viel über ihr spirituelles Team. Hast du auch so ein geistiges Team? Ja, ja, und sie hat mich dabei auch sehr unterstützt. Ich hatte immer wieder Inspirationen, Downloads gewissermaßen. Also das ganze Buch Timebender ist ein einziger riesiger Download in gewisser Weise. Und ich bin selber überrascht, wie schnell ich dieses Buch geschrieben habe. Aber ich wusste nie genau, wer mir da jetzt gerade hilft, womit ich da in Kontakt bin, wer jetzt da spricht. Aber ich habe in gewisser Weise eine Standleitung zur Quelle.
Und meine Eltern, Johann Cruyff, gehören zu meinem geistigen Team. Und ja, es ist mir klarer geworden, wer da alles zu meinem geistigen Team gehört. Für diejenigen, die Johann Cruyff nicht kennen, das war der berühmteste Fußballer, den Holland jemals gesehen hat. Er war nicht nur ein genialer Fußballer, er war auch ein Rebell. Er hat eine ganz spannende eigene Lebensweise gehabt. Ich weiß nicht warum, aber er ist in gewisser Weise zu meinem geistigen Team gestoßen. Und genauso wie John Lennon, der taucht auch in jedem meiner Bücher auf. Ja, im ersten Kapitel vom Timebender taucht er auf, nicht wahr? Ja, John Lennon, ich kann ihn wirklich spüren, der begleitet mich. Und Timebender selbst allerdings auch. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht, woher der Name kam. Ja, stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Ich habe einfach diesen Begriff, dieses Wort immer wieder gehört. Timebender in meinem Geist. Und daraus ist das Buch entstanden und auch dieses Wesen, das ich nicht sehen konnte, aber ich konnte es spüren und ich konnte es hören. Und ein halbes Jahr zuvor etwa bin ich einer Frau begegnet, die ein Channel-Medium ist, und ich war dort mit jemandem. Ich bin nicht selber dahin gegangen, ich habe jemanden begleitet und wir saßen dann zusammen und haben zu Mittag gegessen und sie sagte dann, oh, warte mal, da passiert gerade was. Dann hat sie ihre Augen geschlossen und dann hat sie ihre Hände ausgestreckt und gesagt, hey, da will dich jemand treffen, dich jemand kennenlernen, das ist Timebender. Timebender sprach dann durch sie, hat sich für das Buch bedankt. Sehr, sehr seltsam, nicht wahr? Und offenbar kann ich jetzt mehr und mehr in Kontakt sein mit diesen Wesen. Selbstständig. Ich habe übrigens noch nie ein Buch in Englisch geschrieben, aber dieser Download kam in Englisch. Es ist ja nicht meine Muttersprache. So, als ich dann die erste Auflage veröffentlicht hatte, das waren ungefähr 5000 Exemplare und eines davon hat es irgendwie aufs Land geschafft, in das Dorf, in dem Christina von Dreien lebt. Christina hat dieses Buch ihrem Verleger weitergeleitet und der hat dann gesagt, wer ist Tein Tauber, den kennt man doch gar nicht und ich habe so viel Arbeit gerade, warum soll ich das jetzt lesen? Und naja, Christina hatte mich vorher gefragt, sie hatte mir vorher eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, du, möchtest du überhaupt, dass dein Buch auf Deutsch übersetzt wird? Ich finde, das muss veröffentlicht werden. Und ich meinte dann natürlich, ja, gerne. Und Christinas Verleger sagte dann, er würde das anderthalb Monate später entscheiden, wenn sie sich treffen. Und er hatte wohl schon gehofft, sie hätte es bis dahin vergessen. Hat sie aber nicht. Und Christina sagte ihm dann ganz klar, du musst dieses Buch veröffentlichen. Das ist viel Arbeit für einen Verleger. Und er hat es noch nicht mal gelesen. Und daraufhin hat er erst verstanden, okay, ich soll das wohl tun. Dann hat er es gelesen und dann ist er auch ein großer Fan geworden. Und er sagt, weißt du, ich bekomme jeden Tag Manuskripte von Menschen, die Bücher schreiben wollen, wie Christina, über unterschiedliche Dimensionen, andere Wesen, das Ringen zwischen Licht und Dunkel. Aber er sagte, weißt du, der Unterschied zwischen vielen Büchern und Timebender ist, dass Timebender darüber spricht, über diese Polarität, aber es zeigt auch den großen Zusammenhang, das große Bild und dass die Bösewichte in Anführungszeichen tatsächlich die Guten sind, denn sie helfen uns, in unsere Kraft zu kommen. Je mehr wir von all diesen wahnsinnigen Gesetzen geplagt werden und von all dem, was auf der Welt abgeht, da können wir uns als Opfer fühlen, können wütend werden oder können Angst haben.
Oder aber wir können sagen, ich glaube nicht mehr an das, was die Regierung sagt. Ich glaube nicht, was die Pharmaindustrie mir erzählt. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ja, es gibt mehr Frieden und Freiheit und mehr Vertrauen in mich selbst. Und ich entdecke jeden Tag etwas Neues an mir. Und es hilft, verwurzelt zu sein. Etwas, das du vorhin gesagt hast, war diese 14 Jahre als Yogi. Warst du da in Amsterdam? Ja, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Amsterdam gelebt und ich gehe oder ich bin immer für 3-4 Wochen pro Jahr nach Indien gereist, um dort zu lernen. Aber ich habe dann, wie gesagt, irgendwann verstanden, dass ich das in Amsterdam leben will, im Alltag. Es wäre natürlich auch eine Option gewesen, in Indien abzuhängen, irgendwo auf einem Berggipfel meditierend, aber Amsterdam ist schon ein raues Pflaster in gewisser Weise. Doch ich habe immer gefühlt, dass es mir darum geht, diese Komplexität runterzubrechen, zu vereinfachen, eine tief verwurzelte, alltagstaugliche, pragmatische Spiritualität im Alltag zu leben, ohne irgendwas zu zu vereinfachen, sondern die Dinge einfach zu erklären. Also in dieser Einfachheit, so dass die Menschen das wirklich verstehen. Ich bin kein Meister und ich will auch keine Masterclass geben. Ich will kein Guru sein oder ein Lehrer oder so. Wir sind alle Lebensschüler und ich lerne von dir, du lernst von mir. Wir vergleichen unsere Notizen gewissermaßen. Ja, in gewisser Weise sind wir alle Meister. Ja, das ist gut, kann man sagen. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Während dieser 14 Jahre als Yogi, da wusste ich nicht, ob du irgendwo in einem Apartment lebst oder wo du warst. Ja, die ersten 2 Jahre oder sowas, nachdem ich meine Musikerkarriere beendet hatte. Und die war übrigens sehr bekannt. Wir hatten viele Hits. Ich habe die Bücher, die Texte geschrieben, die Liedtexte. Wir sind mit Prince auf Tour gegangen. Also wir waren sehr erfolgreich. Und während der ersten 5 Jahre musste ich nicht arbeiten, denn ich lebte von den Provisionen, die ich bekam, von den Urheberrechten. Und nach einigen Jahren ist mir das Geld dann ausgegangen, so langsam, und ich musste anfangen, wieder zu arbeiten. So bin ich Journalist geworden und habe über meine inneren Abenteuer geschrieben. Und diese Arbeit hat mir die Möglichkeit gegeben, viele Menschen zu interviewen. Zum Beispiel Eckhart Tolle habe ich 2-mal interviewt. Oder Deepak Chopra. Ich habe Schamanen in Südamerika interviewt, in Kolumbien, Ayahuasca-Zeremonien mitgemacht. Also das Schreiben hat mir die Möglichkeit eröffnet, sehr spannenden Menschen zu begegnen und von ihnen zu lernen. Ich glaube, ich habe das während 10 Jahren gemacht und habe dann entschieden, dass ich meine eigenen Bücher schreiben will. Weißt du, wenn du für ein Magazin schreibst, dann hast du immer einen Verleger, der dann sagt, ich will das so, ich will das so, das musst du anders schreiben. Und ich wollte dann irgendwann mal so schreiben, wie es ganz mir entspricht. Mein erstes Buch heißt Crashkurs zur Erleuchtung und es wurde überraschenderweise ein Hit in Holland. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Es geht um Erleuchtung, aber ganz, ganz praktisch. Mit viel Humor, Freude und Spaß.
Auf den ersten Seiten sage ich, ich bin erleuchtet, du bist erleuchtet, wir sind alle Erleuchtete. Aufzudenken, das heißt es nicht. Aber ich dachte dann, viele Menschen sind dann schockiert. Die denken dann, du bist Christus oder du bist Buddha, wenn du sagst, du bist erleuchtet. Und ich dachte wirklich, oh mein Gott, was geschieht jetzt, als ich dieses Buch veröffentlicht habe? Und spannenderweise haben die Mainstream-Medien das Buch aufgegriffen, die großen Zeitungen, und den einzigen schlechten Negativartikel, der geschrieben wurde, war von so einem New Age Magazin. Die behaupteten, ich würde das alles viel zu einfach machen, ich sei ein Betrüger. Und naja, dann habe ich verstanden, dass manche Menschen in diesem Bereich dann eben mit viel Geld machen, mit Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Masterclass, und es gibt so viele Coaches und Heiler und ja. Aber meine Botschaft ist, ihr braucht das alles nicht. Es geht darum, sich nach innen zu wenden. Aber der Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, der ist in Holland auch ziemlich bekannt und hat einen richtig heftigen Verriss geschrieben, sehr persönlich, hat mich angegriffen mit seinem Artikel, und es hat mir nichts ausgemacht. In meinem zweiten Buch, mein zweites Buch beginnt mit diesem Artikel, um zu zeigen, was mit den Menschen geschieht, wenn man die Dinge einfach macht. Denn der Verstand will es ja immer kompliziert machen. Er will es kompliziert haben. Daraufhin hat er sich bei mir entschuldigt und mir gestanden, dass er Angst hatte. Diese Einfachheit hat ihm Angst gemacht. Und er sagte, das muss doch eine Beleidigung sein für Lao Tse und Jesus und Buddha. Ah, er hat sich entschuldigt? Ja. Ja, scheint den Mut gehabt zu haben. Aber ich glaube, er musste natürlich auch, er musste sich entschuldigen, denn die Leserbriefe an seine Zeitschrift waren verheerend. Die Leute haben ihm schon die Meinung gegeigt. Hey, was ist mit dir passiert? Was ist mit dir los? Also er musste sich schon quasi für die Leser seiner Zeitschrift entschuldigen. Ich mag deine Begriffe sehr gerne, die Worte, die du nutzt, zum Beispiel Crashkurs zur Erleuchtung. Ja, weißt du, der Verleger des Magazins, für das ich gearbeitet habe, hat immer gesagt, wenn du über ein Auto schreibst, dann musst du diesen Artikel doch irgendwie sexy schreiben. Dann lesen sie den gern und dann verstehen sie auch, was du schreibst. Und ja, man kann ein Buch schreiben darüber, was ist die Erleuchtung. Aber wenn du da drauf schreibst, Crashkurs Erleuchtung, dann denken wir doch, boah, Erleuchtung, das dauert viele, viele Inkarnationen und Lebzeiten. Und dann denken wir, der Typ muss verrückt sein. Und doch ist es so ein Bremser. Menschen bleiben stehen, lesen das. Und das nennt man Stoppkraft. In den Medien, man sieht etwas so aus dem Augenwinkel und dann fängt es unsere Aufmerksamkeit und wir haben diesen kleinen Schockeffekt. Zum Beispiel Die Kraft des Jetzt von Eckhart Tolle, auch ein wunderbarer Titel und ein geniales Buch. Die Reise des Helden ist auch so ein Begriff, den ich sehr mag. Was ist deine eigene Heldenreise? Für mich ist das Leben eine Reise. Es hört nie auf. Dieser Punkt, an dem ich sagen könnte, jetzt weiß ich alles, der kommt einfach nicht. Zum Beispiel im Timebender, wenn du mir vor 5 bis 6 Jahren etwas über Außerirdische erzählt hättest, in der Form hätte ich gedacht, naja,
klingt irgendwie schon sehr verrückt und ich hätte niemals gedacht, dass ich mich da so tief reinbegebe, so reinarbeite, wie ich das getan habe inzwischen. Und das ist meine Geisteshaltung. Ich bin ein Forscher, ich lerne, ich lese, ich schaue manchmal auch Dokumentationen oder so, ich lese, ich bin sehr neugierig, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und ich bin immer noch ein Journalist. Und weißt du, die Aufgabe eines Journalisten ist es, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Ich glaube, es war Richard Gere, der in einem Film gesagt hat, Journalismus ist Literatur in Eile. Ein Journalist muss große Themen in sehr kurzer Zeit behandeln. Er kann nicht einfach ein ganzes Buch schreiben. Also einen Artikel zu schreiben, den Menschen wirklich verstehen, mit 5000 Worten maximal, das ist schwierig. Da muss man ein echt guter Journalist sein, um diese gesamte Idee auf die Essenz zu konzentrieren und rüberzubringen. Das versuche ich zu tun. Neugierig sein ist ein schönes Ziel, nicht wahr? Ja, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir sagen, oh, ich habe alles schon gesehen, dann kannst du genauso gut sterben, nicht wahr? Also so ein bisschen wie ein Hund, der einer Spur entlang schnüffelt. Ja, immer nach etwas Neuem suchen. Manchmal siehst du Menschen, die so ihre vorgefassten Meinungen haben, ihre starren Meinungen. Das Leben ist so, das Leben ist so. Und ich finde es sehr schwer, mit Menschen zu sprechen, die verschlossen sind, denn es ist, als würde ich mich nur mit ihren Programmen unterhalten. Es ist keine Begegnung von Mensch zu Mensch und keine gemeinsame Entdeckungsreise. Die letzte Frage, die muss ich stellen, denn Verena vom Quelle-Team hat zu mir gesagt, etwas, das wir alle wissen wollen. Existiert diese Schokolade aus dem Timebender-Buch? Ja, das ist die am häufigsten gestellte Frage. Es gibt da eine spezielle Art der Schokolade in dem Buch und in diesem Buch gibt es eine plejadische Schokofabrik. Und die machen diese spezielle Schokolade, wie gesagt, und mit Symbolen drauf und Energie drin. Das habe ich leider erfunden. Nicht vollständig. Also es gibt da jemanden in Holland, das heißt eigentlich lebt er in der Schweiz, hat einen botanischen Garten in der Schweiz, in dem er Kräuter und magische Pilze anbaut und er macht Schokolade mit diesen Kräutern und lädt diese Schokolade auch energetisch auf und macht dann halluzinogene Schokolade. Ist also nicht dasselbe, aber ich habe auch schon von dieser Schokolade genascht und so hat sich diese Idee in meinem Kopf gehalten. Ah, und dann gibt's noch was. Ein Freund von mir hatte so einen Aufkleber, also so einen Magneten am Kühlschrank, auf dem stand, rettet die Erde, es ist der einzige Planet, auf dem es Schokolade gibt. Und das fand ich so witzig. Und ich habe den Timebender tatsächlich einmal gefragt. Und ich habe Christina gefragt, ist das wahr? Ist der Planet Erde der einzige Planet, auf dem es Schokolade gibt? Also mache ich einen Witz in diesem Buch, im Timebender. Wir müssen die Erde retten. Und der Witz ist dann, vielleicht ist das Einzige, mit dem sich alle einverstanden sein, erklären können, alle verfeindeten Parteien können sich immer noch darauf einigen, lasst uns für die Erde kämpfen, denn es ist der einzige Planet, auf dem es Schokolade gibt. Und darum fühle ich mich natürlich auch in der Schweiz besonders wohl. Das ist ja das berühmte Schokoladenland.
Neulich habe ich mit Bruno von der Quelle gesprochen und er kennt jemanden, der eine Schokoladenfabrik hat. Und wir überlegen uns tatsächlich, ob wir nicht diese Schokolade aus dem Buch nachmachen sollen. Ja, ich finde immer mehr Gründe, in die Schweiz zurückzukommen. Ja, das sollst du tun. Ja, werde ich auch. Ja, vielen, vielen Dank, Tain, für dieses Interview. Es war mir ein Vergnügen, hier mit dir zu sein und mit euch zusammenzuarbeiten hier. Es ist schon das zweite große Webinar-Seminar. Ja, und da werden noch weitere kommen, da bin ich mir sicher. Also wenn wir in einem Jahr hier sitzen oder in einem halben Jahr, in anderthalb Jahren, kann ich dich fragen, wie waren die Erfahrungen des letzten Jahres? Erinnerst du dich, als wir hier zum ersten Mal für ein Interview saßen? Danke. Thank you, Isabel. Ja, es ist einfach wunderbar, wie Tain erzählt, aus vollem Herzen und so mit viel Liebe dabei bei seinen Themen. Es freut mich deshalb sehr, dass ich dir hier ankündigen kann, dass wir einen 30-Tage-Online-Kurs mit Tain aufgenommen haben. Das Thema ist Timebender. Er nimmt Kapitel aus seinem Buch, die Essenz aus seinem Buch, vertieft diese Themen noch mehr. Er hat praktische Übungen im Kurs. Du kannst 30 Tage dabei sein. Du hast jeden Tag einen Film, eine Videosequenz. Er hat praktische Übungen drin, wie Meditationen, Anleitungen. Alles, was er uns sagt, ist ja immer wieder, wir sind bereits erleuchtet. Wir müssen uns nur daran erinnern oder es leben. Der Kurs startet am 1. Januar. Du kannst aber jederzeit auch später noch dazukommen, dich anmelden, einsteigen. Alle weiteren Informationen zum Kurs findest du untenstehend von diesem Video in der Videobeschreibung. Es freut mich sehr, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Danke dir.